Mami, warum ist mein Rucksack heute so schwer? Allah Akbar, mein Sohn, Allah Akbar. Ah ja, und es gibt noch ein kleines Highlight bei mir im Video übrigens. Und zwar hat sie hier ein No-Bra-Ding an. Sie hat tatsächlich kein BH an und sie hat ein weißes T-Shirt an. Was macht eine Bombe im Bordell? Bra, bra, bra. Ja Leute, was geht? Willkommen back bei einem neuen Video von mir. Wir sitzen hier heute vor dem Pool mit der lieben Maria. Hi. Das war cool, ich feier das. Okay, wir drehen heute. Klatschding, wir heute. Ey, ich seh einfach die Linse nicht mal. Ah ja, willst du mal Bildschirm umdrehen? Nice. Er hört uns ja. Dann kann ich halt nicht gucken. Ja, ich hab grad noch keine Lust. Ich finde aber das lieber, weil er kann gucken. Ist egal, ich muss nicht sehen. Guck mal. Ich hab schon einen. Wir reden heute. Ich hab auch so die, schlecht. Ach ja, wir haben noch zwei hinter der Kamera. Wollt ihr kurz einmal vor die Kamera kommen? Kurz? Einmal Ferhat und einmal Dahlia, die uns abwechselnd jetzt Flachwitze vorlesen werden. Danke. Dankeschön fürs Helfen. Ja, gerne, ne? Wir haben hier beide eine volle Flasche Wasser. Natürlich Etikett abgemacht, damit keine Werbung kein am Start. Ne? Zur Challenge muss ich viel sagen. Also, wir tun das Wasser in den Mund. Und uns werden Witze vorgelesen. Und uns werden Witze vorgelesen. Wenn wir lachen müssen, dann kommt leider das Wasser raus. Also, zwangsweise wird man der andere dann nass. Und wir sitzen vor einem Pool bei. Okay. Ah ja, und es gibt noch ein kleines Highlight bei mir im Video übrigens. Und zwar hat sie hier ein No-Bra-Ding an. Sie hat tatsächlich kein BH an und sie hat ein weißes T-Shirt an. Nein, ich hab ein BH an. Ich hab ein BH an. Sie wird... Ich hab ein BH an. Ah ja, ist das so? Ja. Was steht auf deinem T-Shirt drauf? No-Bra, aber es ist fake, Leute. Lügen darf man nicht sagen. Aber soll ich ein anderes anziehen? Weil ich hab Angst, dass das... Ich hab's wird, ne? Nicht gedacht gerade. Dass wenn das nass wird, dann wird es halt durchsichtig, ist dir klar. Ich geh nass. Warte, schau. Wir versuchen's, wenn man das sieht, dann zensieren wir uns. Oder ich pack einfach meine Haare. Ja, oder du tust die Haare davor. So, ich pack an. Okay. Aber nimm noch einen. Ja, okay, mach ich. Wir haben gerade angestoßen, Okay, du musst den Mund so richtig voll machen, okay? Ja, du auch. That's what she said. Das schmeckt aber lecker. Hab gestern versucht, einen Rothaarigen Witze über Rothaarige zu erzählen. Er fand es nicht so lustig. Und dann Ginger. Also ging er eigentlich, aber Ginger zusammengeschrieben. Und dann Ginger. Verstehst du das nicht? Jetzt habe ich gesagt. Dann ging er. Ginger. Was? Geht's dir gut? Möchtest du was mitteilen? Tja, okay, was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Held und Soldat. Ich fand den süß. Ich habe bei Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz. Der war furztrocken. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Warte kurz. Ich habe versucht, mein Lachen zu unterdrücken, aber immer selber ins Wasser gekriegt. Ich habe mich voll verschluckt. Ja, ich auch. Ey, weißt du, das Spiel bedeutet, dass wir uns nass machen müssen und er schluckt das so runter. Ja, ich will. Aber das ist ja voll merkwürdig. Ich kann ja nicht einfach dann auf den Kopf spucken. Das ist ja voll merkwürdig. Also doch. Hab gehört, Bushido will Air Berlin aufkaufen. Die neue Fluggesellschaft soll dann Air Scooter Junge heißen. Nee. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Ich hätte mal noch eine Sache, die ich nicht gesagt habe. Und zwar, die Person, die öfters lacht, die wird am Ende von dem Video mit Klammern in den Pool geworfen. Nein. Ah ja, an der Stelle, wir drehen übrigens gleich noch so eine Flachwitz-Challenge für ihren Kanal. Wie nennt man den Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Versuch mir da Witze raus, alles gut. Okay. Was sagt ein Origami-Lehrer zu seinem Schüler? Das kannst du knicken. Digga, wo hast du deine Witze? Gib mir mal deine Witze. Sind das Amerika oder was? Okay. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Okay, kenn ich. Okay.
Ich weiß gar nicht, welches Kind meine Frau meint, dass ich angeblich unfair behandle. Thomas, Anton oder das fette Hässliche? Okay. Junge, wie eine Fontäne. Der war so schlecht. Ja. Ich lache nicht, weil der Witz witzig ist. Ich lache, weil der Witz halt so schlecht ist. Du bist so. Man sieht das in der Kamera gar nicht, weil du bist nur auf der einen Seite. Aber das war wie so ein. War gut. Was ist gelb und schießt? Eine Banone. Nee, mach du mal nochmal. Okay, wie heißt ein Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Wie heißt ein Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Reh. Eine Handbewegung und die Bitches fangen an zu blasen. Jürgen, 44, Dirigent. Passt. Mami, warum ist mein Rucksack heute so schwer? Allah Akbar, mein Sohn, Allah Akbar. Alter, der ist so hardcore. Der ist so asozial. Alter, den kann ich ja niemals ins Video schneiden. Doch, mach's einfach. Alter, das ist ja nur ein Witz. Alter. Holy Macaroli, Digga. War das intense? Warum essen Kannibalen gerne schwangere Frauen? Wegen der Kinderüberraschung und der extra Portion Milch. Wo bist du denn aber gereicht? Wieso? Du! Sie macht das Push! Du stirbst du! Was sagt ein Terrorist auf Hawaii? Aloha Akbar. Ich mach noch einen. Warum hältst du aus? Aber meint ihr Shorts auch nur auf Flug? Aber auf YouTube? Okay. Dann mach ich. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nagel. Das hab ich auch gesagt. Der Nagel, verstehst du? Jesus wird ans Kreuz genagelt. Alles okay. Voller Rotze, ey. Nein, wieso? Letzter. Marie. Ich spuck auf mich! Den hab ich gerade. Weißt du, wie das gerade aussieht? Als hätten die beiden. Alter, hör mal auf! Da leckt man einmal das Messer ab und alle gucken komisch. Jens, 32, Chirurg. Niemand, der heftig. Ja. Warum ist schwarzer Humor so unbeliebt? Weil er schwarz ist. Das hab ich auch. Ey, der ist richtig gut. 1001 spricht. Ja, ja. Nee, nicht auf mich, auf mich. Nee, ich geh mal ganz schnell. Komm, jeder noch ein. Nee, wir sind durch. Ach, schade. Wir sind durch. Aber nicht so schwarz. So ist man in Afrika keine Knappers, weil es nur für die Kleidung ist. Ey, das ist gut gewesen. Schade. Egal, den nehmen wir gleich. Ich hab ihn im Outtake drin. So, Freunde, wer jetzt gewonnen und wer verloren hat, seht ihr. Wir wissen es nicht, weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Glaubst, ich auch nicht. Glaubst du oder ich? Also, wir werden es nachgucken. Und dann eine Bestrafung für den Verlierer. Fürs nächste Mal drehen. Ja, weil ich weiß es nicht. Oder morgen können wir das ja in einem neuen Video. Ja. Wir sind ja noch morgen da. Die Bestrafung kommt morgen in meinem Vlog. Gute Idee, dann genau, müssen wir gute Überleitung. Warte, pass auf. Nochmal. Nee, ich nehme das so, ich bin sehr authentisch. Ihr müsst das Video morgen gucken, wenn ihr die Bestrafung sehen wollt. Morgen bei dem Vlog gibt es eine Bestrafung, wir gucken, wer gewonnen und wer verloren hat. Genau. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, vergesst nicht, mich zu abonnieren, denn über 70% meiner Abonnenten habe ich noch nicht abonniert. Und die Glocke aktiviert. Und die Glocke ist. Wir haben fast 100.000 Menschen, die Glocke aktiviert haben. Hier, Dani hat mir das gezeigt, richtig lit. Liken nicht vergessen, sonst... Kommentare bitte, dass Mariam die Beste ist. Und ich gewonnen habe. Ich übernehme das Kanal. Und by the way, auf ihrem Kanal gibt es jetzt auch noch eine Flachwitz-Challenge. Genau, den zweiten Teil. Aber wir machen einfach nochmal. Den zweiten Teil auf meinem Blog. Genau. Wir sehen uns.
Nein, das war gut. Das ist einfach, das hört wie Furz, Digga.